Maxi Gamer, danke fürs Hosten. Ich habe extra jetzt vorher nochmal nachgefragt, wo ist der Unterschied zwischen Kristall und normal, Gold, Silber. Da Käse mir erklärt und ich so, oh yeah, das klingt doch fancy. Müssen wir jetzt sagen, wir spielen jetzt heute mal Pokémon Kristall. Außerdem habe ich mir gedacht, Gott, ist immer wieder ein bisschen Pokémon. Bisschen Pokémon, because why not? Text Tempo auf Turbo, bitte. Sonst müsste ich den hier machen. Und das wollen wir ja nicht. Ne? So. Stimmt. Wir können jetzt das erste Mal entscheiden, ob wir ein Junge oder ein Mädchen sein sollen. Aber das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war ich ein Dude. Aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät es ist? Zu spät, mein Dude. Es ist gerade 4. Es ist 4? Wie viele Minuten? Meine Güte. Na, 4, wann? Oh, ich hab verschlafen. Ja, Entschuldigung, Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Und nennt mich eben Pokémon-Professor. Wir werden von Wien mit dem Mond, die man Pokémon nennt. Eigentlich ist das ein Feleno. Und Feleno sieht aus wie ein Tumor. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Ich mache eigentlich gar nichts, aber ist nicht wichtig. Tag ein, Tag aus. Wie lautet dein Name? Es ist aus wie Karate Kid. John. Wieso ist das schon wieder John? Wieso ist schon... John? Who the fuck ist John? Das macht mir jetzt ja Angst, ne? Ich meine, okay, es kann nicht Smorph sein. Smorph hängt... Nee, Smorph kann es nicht sein. Der hängt immer noch in der anderen Region rum. Ich glaube, der steht aktuell auf einem Berg oder so. Deswegen, es kann nicht Smorph sein. Das ist unser Problem. Wie heißen wir denn jetzt? Ja eben, es kann nicht Smorph sein. Gnor. Sein Bruder Gnor. Smurf. Nee, Smurf ist... Alter, Smurf? Ich meine, Smurf, es klingt eigentlich, als wäre es sein Bruder. Es würde sogar Sinn machen. Ja gut. Klingt zwar absolut scheiße, aber genauso klingt der Name Smurf. Zoe. Bist du bereit? Und ein Abenteuer erwartet dich. Aber bevor es losgeht, ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Hier, halt mal kurz still und Strumpfstrahl. Ja, geil. Schalten Sie auf das nächste Mal wieder. Ich habe aber gerade... Lass mich, ich will... Danke. Nee, also wirklich. Hey, Mom. Oh, Smurf, unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas erledigst. Oh, was hätte ich vergessen? Ein Pokécommel und eine Reparatur zurück. Da hast du ihn. Aha. Einfach nur Pokécommel. Wichtiges Gerät auf deinem Vater als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Du darfst nicht vergessen, welcher Tag ist heute. It's Sunday, Motherfucker. Haben wir Sommerzeit? Ja. Ist das in Ordnung? Ich geh nach Hause mit deiner Uhr und Schlafzimmer Winterzeit einstellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Leider ja. Wollen wir hier einfach Pokémon Core einschalten und Telefonsymbol auswählen? Telefonnummern werden angespeichert. Ja klar, ich krieg... Das ist so eine Sache an Pokémon Kristall. Leute geben dir willkürlich deine Nummer. Ich wünschte manchmal im realen Leben... Wer bist du? Im realen Leben wär's so. Hey Smurf, ich bin zu Besuch. So, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linda Assistentin werden. Anstatt selber Professor zu werden, Professorin.
will sie ein Assistent werden, dass sie das tief blicken. Typ ohne Mund. Oh, Smurf. Du hast Provelin ein neues Pokémon entdeckt. Okay, cool. Alter. Spannern. Berühmte Lindprofe im Pokémon-Labor. Was starrst du so? Alter, nicht rabiat werden. Ich kann Kung Fu. Ich weiß, wie man eine Jacke aufhebt. Smurf, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschung durch. Habe mich befragt, ob du mir dabei helfen würdest. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber nur einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum möchte, dass du ein Pokémon trainierst, also dich kurz gefangen hab. Ja, okay, gut. Danke, Smurf. Nur eine große Hilfe. Wenn wir einer Wölnisse vorlegen, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Ist ja nur ein paar Jährchen her. Oh, ich hab eine E-Mail. E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ein bekannten Namen, Mr. Pokémon. Interessanter Name. Sehr interessanter Name. Stell dir für dein einzigartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt. Mit so einem Link, von wegen ich hätte gewonnen. Aber da habe ich gar nicht. Dass ich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt doch faszinierend, aber wir sind jederzeit in unsere eigene Pokémon-Forschung. Moment, ich hab's. Smurf, könntest du der Sache nachgehen? Ich möchte, dass du eins der Pokémon aus selben Bälle trainierst. Bitte lass es nicht in Divier sein. Bitte nicht in Divier. Bitte nicht ein zweiter Gobble. Bitte nicht ein zweiter Gobble. It's back. So, Sekunde. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal, kann ich das auch anders machen? Sekunde. Ich mach das hier, ja, weil so, wenn ich jetzt immer, das ist das Problem, du kannst dieses Rad nicht außerhalb aktivieren. Deswegen muss ich das jetzt mal so machen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eine bessere Idee. Wir vergessen diesen Pfeil da oben und wir nehmen das, worauf Scott zeigt. Wie wäre es damit? Also jetzt, also wir drehen das Ding, aber wir nehmen das, worauf Scott zeigt. Ich finde, das hat um einiges mehr Style. Machen wir so? Sind wir uns da einig? Können wir uns da einig sein? Scott entscheidet, finde ich gut. Okay, dann, the Wheel of Fate is turning. Bitte lass es nicht in Divier sein. Okay, damit bin ich vollstens zufrieden. Immer mit der anderen Wahl wäre ich auch vollkommen zufrieden gewesen. Alter, okay, diesmal ist es absolut nicht fucking Indivier. Also, ne, da, ich bin happy. Ich bin froh. Ich bin saftig. Das finde ich gut. Ja, falscher Dings. Hier. Oh shit, Feuerriegel. Ah! Willst du Feuerriegel, das Feuer-Pokémon? Hell yes! Oh mein Gott, das süßes Pokémon sehr gut ist. Smurf hält Feuerriegel. Joss! Feuerriegel war zwar, was Attacken angeht, ein bisschen schlecht, soweit ich mich erinnere, aber es ist Feuerriegel. Feuerriegel ist cool. Komm, dir gebe ich sogar einen coolen Namen. Um genau zu sein, wie ich fast alle meine Haustiere nenne. Zunder. Um genau zu sein, ist das Zunder 2. Technisch gesehen. Ich weiß nicht, wieso ich alle meine Feuerviecher immer Zunder nenne. Es ist irgendwie so ein Tumor bei mir. Nani? Doomsday als Name. Hast du gerade Doomsday? Das ist ein Feuerriegel und kein fucking, ne? Kein Koloss. Es wird nur direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass du meine Telefonnummer ruf an bei Gelegenheit. Ich bin einsam. Ja, ist das Pokémon verletzt? Ja, dann gibt's da so Maschinen, die können das heilen. Nur so oft du willst. Oh, ich zähle auf dich. Cool.
Es ist basically ein LP, also ich lade es wahrscheinlich nur im Stück hoch. Ich möchte, dass du das mitnimmst. Ein Twank. Endivia die Gewürzgurke. Ja, und sie ist Endivia nichts anderes. Ich mag Endivia auch nicht. Es ist cute, aber da hört es auch schon wieder auf. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, jetzt haben wir fucking Feuerriegel, ne? Und Feuerriegel... Hä? Greenfire Triple, danke für den Sub. Status. Oh, es ist cool. Silber, es trägt eine Beere mit sich. Sieht saftig aus. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier gut ist oder nicht. Wird schon richtig sein. Aber ich muss ehrlich gesagt dann, wenn ich Endivia sehe, immer an, an Dings denken. An Team Four Star Plays. Deren Dings. Ach, sag schnell. Ihr wisst genau, was ich meine. Deren Nuzlocke Challenge, genau, das wollte ich sagen. Wo sie Endivia gekriegt haben und haben es einfach Mr. Steak genannt. Und am Ende ist Mr. Steak einfach das wertvollste Pokémon im Team gewesen. Feuriger hat gute Werte? Ich habe keine Ahnung. Ich vertraue da jetzt auf das, was ihr sagt. Oh, und dass man jetzt diese Leiste hat, dass man sieht, wie viel Erfahrung man kriegt, das ist an sich so ein nices Feature. Ich meine, sag mal, das war ja auch schon im normalen Gold schon so. So ist das ja nun nicht. Aber trotzdem, es sind einfach, ne, Gold und Silber war schon denn um einiges schöner. Also so um einiges schöner. Klar, wir, ne, Nostalgie, was die Original Generation angeht, aber trotzdem. Und da gibt's Hoffnung auf Shinies. Ja, da seid ihr beim Falschen hier. Weil ich hab das Glück von der Gewürzgurke. Müsst ihr wissen. Deswegen, mein erstes Shiny hatte ich damals in X und Y. Und zwar mit diesem, nicer Crit. Nämlich mit diesem, Freundessafari, genau. Mit der Freundessafari hatte ich mein allererstes Shiny. Und es waren die Vorentwicklung von Tangulist. Ready, Teddy. Check his butt. Deswegen also erwartet ja nicht, dass ich hier Glück hab und, irgendwelche Shinies finde. Weil... Das sind Dinge, die nicht passieren werden, Leute. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Pokehype. Herr Ryderer. Darf ich mal ganz kurz erwähnen, dass du offiziell einen an der Waffel hast? Danke, Dude. Danke. Jesus Christ, Mann. Weißt du, ich stream wie lange? Wir streamen nicht mal 16 Minuten. Und schon ist der Typ durchs Dach gebrochen. I mean, Jesus Christ. Man kann nicht mal in Ruhe einen Feuerriegel anfangen zu trainieren und das, ne? Und schon... Pff. Vor allem, Hauptsache, er killt damit einfach mal Ghost L. Und sagt sich so, jetzt bin ich der Lord. Der Fremdenführer, als ob ich einen Fremdenführer brauche. Ich habe nur keine Ahnung, wo er sich tue. Aber das ist ja nicht von Belang. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwo auf dem Weg ein Shiny finden würde, wisst ihr? So in der Form, wo ich noch nichts machen kann dagegen. Sprich, wenn ich noch nicht irgendwie es fangen kann. Vor allem, ich sehe nur aus dem Augenwinkel, wie meine Eventbox sich verändert und auf einmal höre ich nur Eieieie! Und schon ist da der rote Roller da. Erstmal König. Das Problem ist, Chris ist da und ich glaube, wenn der sowas sieht, das triggert ihn immer so ein bisschen.
Draghi, mach mir mach keine Drohung. Jesus Christ, ne? Mein Hut in Hardcore Soul Silver. Cool. Weißt du, dann komm ich hier mit meiner Vorentwicklung von fucking Tangolist. Wie hieß das Scheißding nochmal? Pokémon Bären fressen IKP, sind ne Dinge. Thanks, man. Vor allem war das nicht auch jetzt so, dass in der zweiten Generation die Itemtasche unbegrenzt war und man nicht immer die Box ändern musste, wenn du irgendwas gefangen hast? War das nicht so? Ich meine, das war jetzt hier schon so, dass du nicht mehr die Box immer wechseln musst, wenn du was fängst. Oder dass dein Inventar voll ist. Das sind so Sachen, die erinnert man sich denn in der ersten Gen so gar nicht. Aber trotzdem, ich finde, Zunder passt zu einem Feuerriegel. Ah ja, und by the way, unpopular opinion nebenbei. Ich finde fast schon Igelava fast noch ein bisschen cooler als Tornoptor. Aber pass auf, das ändert sich wahrscheinlich denn nachher, wenn ich selber wieder einen Tornoptor habe. Es ist nämlich lange her, dass ich einen Tornoptor hatte. Oh, von Mr. Pokémon ist gleich da vorn. Okay. Mr. Pokémon. Alter, was für ein Dachschaden musst du haben, um dich Mr. Pokémon zu nennen? Ein Perlenwingul. Auch ein interessantes Shiny. Weißt du, ich krieg einen Blanas. Ich hab's Weehawk genannt. I really did. Ich weiß gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Es war relativ, als XY rauskam, meine ich. Da ist er wieder, Digga. Triggert dich wieder, Digga. Danke, vielen Dank für deine Spende. Das hat er genau abgezählt. Das hat er genau abgezählt, damit er wieder König wird. Dieser Suchti. Aber vielen Dank. Gegen Giftbeere. Alter. Gegen Giftbeere. Hallo, du musst Smurf sein. Professor Lin sagte, dass du vorbeikommen würdest. Professor Lin soll das hier untersuchen. Smurf erhält Rätselei. So, steckst du Rätselei in Basis-Items. Ich kenne ein paar, die ein Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir ein Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität... Nani? Ich habe im ersten Goldrun ein Shiny zu Bart bekommen und hi. Ein Shiny... Okay, das erstmal vielen Dank für die Bits und Shiny zu Bart. Autsch. Okay. Das ist auch eine Sache. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Du bist ein Smurf. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin der Beruf von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade ein paar alte Freunde bei Mr. Pokémon. By the way, findest du nicht auch, dass das ein beschissener Name ist? Ja, du kannst etwas über Professor Lind besorgen, also habe ich gewartet. Oh, ist das ein seltsames Pokémon? Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Erkennt, dass ihr eine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgt. Scheint zuverlässig. Ich hab grad gedacht, er sagt, du bist unzuverlässig. Ich denk so, was? Möchtest du mir auch helfen? Das ist die neueste Version deines Pokédex. Nani? Das ist eigentlich. Allein schon. Ich glaube ja gerade, der macht. Er triggert das Glas nur, weil ihr das neue Emote sehen wollt dafür. Just saying. Ich muss mal gucken. Ich hab gerade. Ich hab eigentlich noch was bekommen. Also eigentlich was für Emotes. Aber ich habe noch nicht geguckt, ob ich das jetzt einfügen kann, weil ich bin noch Affiliate. Ich weiß noch nicht, wie viele Emotes ich dann haben kann. Für euch. Weil an sich hätte ich ein zweites Emote. Der Pokémon gefangen oder gesehen hat. Das ist eine Art Hightech-Lexikon. Geil, noch so ein Scheiß, weswegen ich immer runterdrücken muss, wenn ich auf Pokémon gehen will.
Treffe auf viele verschiedene Pokémon im wertvollständigen Pokédex. Ich bin schon lange hier im Musnach. Dukatja Süd zu meiner Radioshow. Ich zähle auf dich. Okay, denn. Hörst du sowas an den zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Don't touch my Pokémon. Du kannst 3 Emotes haben, 1 für jede Preisklasse. Ach ja, das war ja jetzt diese Preisklassenscheiße. Ich sag's ja. Ja, hallo Smurf, welch Unglück. Oh, es ist schrecklich. Was soll ich tun? Oh, nein, bitte komm schnell zurück. Ich bin einsam. Ach so, das ist denn dieses Tier 2. Ah. Ja, es, Tier 3 finde ich schon fast ein bisschen übertrieben. Ich meine, 25 Eier für Emotes. Es ist eine Sache. Aber war das denn so, dass der Sub hält dann länger? Oder? Ich glaube nicht, ne? Das ist einfach nur. Ne? Gib deiner Mutter kein Geld. Aber es ist meine Mutter. Das kannst du doch so nicht sagen. Wenn ich ihr Geld geben, wenn sie mir Geld gibt, dann wird sie auch nicht sagen, ich gebe dir kein Geld. Alter. Gib deiner Mutter kein Geld. Irgendwann taucht sie im hohen Gras auf und messert dich. Und dann rusht sie B. So, ich bin ja mal gespannt. Das Schönste, was ich immer am Pokémon finde, ist, sich so ein Team aufzubauen. Wenn jemand gleich lange ist, halt ne, wirklich hardcore unterstützen wollen. Okay, dann werde ich zusehen, dass ich eventuell noch ein für Tier 2 ein Sub, also ein Emote machen werde. Weil ich habe welche, so ein, also ich habe eine Idee. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht geguckt. Twitch stellt ja aktuell immer das gesamte Interface ständig um und ich denke mir so, zumal es mir ein bisschen auf den Sack geht, dass ich nicht mehr über mein Dashboard auf Twitch Tweets raushauen kann bezüglich, da ist jetzt, ich streame jetzt und dann müsste ich das nicht immer verlinken. Jetzt muss ich das immer verlinken und das geht mir voll auf die Zwiebel. Ah, er hat einen guten Spezial an gute Init, das ist nice. Mag Zunder. Zunder ist cool. Ich habe hier zwei bei Twitch. Ah, okay. Dann hättest du das, wenn ich dann das... Was? Wir wissen, was das Geräusch bedeutet, Rotroller da. Ich weiß, es ist Anfang des Monats, ne? Also ich weiß, es ist Anfang des Monats. Anfang des Monats bedeutet meistens, Digga, got money. Aber wieso schmeißt ihr das so einem Typen so dermaßen am Kopf, der noch nicht mal eine halbe Stunde gestreamt hat? You madman. You fucking madman. Leute, ne? Das sind jetzt schon... Ja, als Shadow sieht's richtig. Was ist hier eigentlich, ne? Ich bin doch nicht mal im Casino. Ich bin doch nicht mal im Casino, um irgendwie, ne, über Geld reden zu können. Der bist übertrieben. Das ist eine Pillarman-Transformation. Ich esse in letzter Zeit nichts. Zählt das? Hellrider ist genauso, der unterstützt mich auf Patreon. Ach shit, ich krieg ja noch gar keine Pokeballs. Da war ja was. Alter. Vor allem Big Chili denkt sich erstmal so, ich bin König. Einfach mal so. Für Proteinshakes. Obwohl er mich meine Miete zahlen kann. Deswegen, ich bin, was das angeht, immer noch sehr vorsichtig. Den, weil du besser YouTuber bist. Da gehen die Meinungen auseinander. Was ist ein Pokémon aus dem Pokémon-Labor? Verwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Zeige dir, was ich meine. Ich klinge wie Chris Redfield in Resident Evil 6.
Natürlich hat er das Coole. Kanimani. Ja, Kanimani ist cool. Ja, also heute wechselt echt ständig der Streamboss. Ich merk schon. Komm, ich mach mal hier. Flashbang. Wie nennst du den Rivalen? Ich denke immer, ich nenne ihn Gurf. Es passt zu ihm. So viel zum Thema Rauchwolke, right? Meine Güte, Rauchwolke ist beschissen. Na geht doch. Ich wollte gerade sagen, weißt du, bei mir einmal Sandwirbel, auf einmal treffe ich nie mehr in meinem Leben. Dweep. Wie hältst du deinen Pokéball überhaupt? Hast du den an deiner Hand geschmolzen oder so? Bin ich so froh über deinen Sieg. Ja, gib mir dein Geld. Mein Name ist... Ich werde der beste Pokémon-Trainer sein. Geh Fleisch essen. Und weg ist er. Das war eine Aktion. So ein richtiger Held. Ich meine, so ein bisschen erinnert einen an hier dieser Gladio aus Sonne. Der Typ, der versucht hat, der krampfhaft versucht hat, Edgelord zu sein. Und irgendwie auf halber Strecke verkackt. Vor allem, ich finde es ja an Feuerriegel interessant. Es lernt eher Rauchwolke, bevor es eine tatsächliche Feuerattacke lernt. Sprich, irgendwie Glut oder so. Come on. Ich will wenigstens noch Level 9 sein, bevor ich zu Lind gehe und sag so, hi, check this shit out. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und aus was bauen wir unser Team? Wer Vivi hier, die wird brüllen, hol dir ein Visior. Und dann fucking Visenior. Und dann baller dein Stream mit Visenior Sprites zu. I would, and I could. Vor allem Spezial und Initiative sind gerade die ganze Zeit immer gleich bei ihm. Neuborg hier. Ich sag mal, wieso heißt ja eigentlich alles nach Bäumen oder Holz? Sind wir Bibermenschen? Bin ich ein Karate-Bibermensch? Ja, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Aber Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Deal handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft und er war scheiße? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Gurf. Okay, sein Name ist also Gurf. Okay, Entschuldigung. Danke dir, dass du bei den Ermittlungen geholfen hast. Ich verpiss mich. Oh, es ist so schrecklich. Oh, was Pokémon hat ein großes entdeckt? Oh, Professor Linda Drezelei hier. This is it. Aber das ist ein Pokémon-Ei. Als ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Hat er einen Pokédex gegeben? Oh, Smurf, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Smurf, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Sieht auch so aus, als könntest du die Fragenden mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderungen der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächsten Pokémon-Arenen befinden sich in Viola. Smurf, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Okay, ich geh zu Mami. Was willst du denn schon wieder? Smurf, benutzt sie auf deiner Pokédex-Reise. Ah. Cool, nur musst du Pokémon fangen. 5 Pokémon in der wilden Pokémon, um sie zu fangen. Pokémon in die Balltasche, danke, verpiss dich, geh mir aus dem Weg.
Oh boy. Warte mal, was? Haus von Smurf. Wieso steht denn... Wieso haben wir Schilder neben uns, wo... Ne? Ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Du beginnst also ein Abenteuer. Ist okay. Auch ich werde ihr helfen, aber was kann ich für dich tun? Weiß, ich werde für dich sparen. Für eine lange Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Fuck no! Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Ich wollte nur helfen. Okay, gut. Auf dafür, ne? Ich werde mir auf jeden... Ich bin am überlegen. Taubsi... Nani? Ich mag das Emo. Ja, ich mag das für die Bits mag ich jetzt auch schon. Wo hast du gefragt? Soll ich dir zeigen, wie Pokémon fängt? Verpiss dich. In Ordnung, geh mir aus dem Weg. Wie viel du willst, fang möchtest. Geh mir aus dem Weg jetzt. Ja, aber ich muss mal gucken. Ich werde jetzt die Tage wahrscheinlich noch ein zweites Emote einfügen. Für die Tier 2 Dinge dann. Warte mal, war... Ich überlege gerade, war Visor nicht ein, um genau zu sein, Visenior ein ziemlich guter MF-Slave? Also HM-Slave? Nani? Echo Blast, danke für die Bits. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, ist er. Muss ich ihn dafür entwickeln? Was konnte Visor nochmal? Alter, Vivi bringt mich um, wenn ich das mache. I mean, seriously, Vivi bringt mich um, wenn ich das mache. Wenn ich ein Visor zum VM-Sklaven mache. Kann fast alles. Es kann zum Beispiel Surfer lernen. Surfer. Ich meine, wenn ich irgendwann ein vernünftiges Wasser-Pokémon habe, ist Surfer jetzt nicht das Problem, weil Surfer immer noch eine total legit Attacke ist. Nani? Nein, nicht schon wieder Bitgreen. Wir haben doch heute schon hier... Ne? Was der Name Smurf bedeutet? Eigentlich ist das ein Name, den ich mal hatte, der total sinnlos ist. Okay, wir machen das so. How about this? Wir nehmen kein Visor mit. Weil ich weiß ganz genau, wenn Vivi rauskriegt, und sie wird es rauskriegen, es ist letzten Endes ein Video auf YouTube, ne? Und ein Stream und alles. Wenn sie rauskriegt, dass ich ihr Lieblings-Pokémon zu einem fucking VM-Sklaven mache, Alter, das Schicksal möchte ich nicht. Dieses Schicksal. Nein. I don't want this. Deswegen gucken wir mal, was können wir denn noch? Wir hatten noch hier einen Hopspross. Hopspross wird zu Papunga. Und Papunga ist ziemlich cool. Wann spielst du eigentlich Pokémon Feuergrün? Still no idea what this is. Mein, letzten Endes haben wir schon, Raupi, mein Gott, ich habe eigentlich auch keinen Bock auf so ein richtiges Raupi. Ich bin einfach picky, was Pokémon angeht. Jesus. Taubos oder Noctu? Ich glaube Noctu einfach, weil es mehr Möglichkeiten hat. Mein Taubos ist super cool, don't get me wrong. Aber Noctu ist da, es ist eine fucking Eule. Und Eulen sind badass. Wir gucken mal. Zur Not bashen wir erstmal Feurige so hoch wie geht. Na, Parodin. Parodin, Schmarodin. Farodin. Smurf ist englische Schlumpf. Ach ja, da war ja was. Aber es wird dann Smurf ausgesprochen. Mein Name ist ja Smurf. Das spricht man anders aus. Ist auch gerade am Schmelzen. Nee, wir haben hier gerade mal 20 Grad vielleicht heute. Das ist voll angenehm. Hier ist richtig schön heute. Es hat auch über Nacht mal geregnet. Sprich, diese
diese Hitzekammer da über meinem Dach ist weg. So. Nee, taub's ja auch nicht. Fuck off. Vor allem, wir müssen ja dran denken. Wer ist unser erster Boss, sag ich mal? Wer ist der erste Arenaleiter? Richtig, Falk. Falk ist ein Vogel. Ein Vogel. Der Typ ist ein Vogel. Was sollen wir mit einem Vogel bekämpfen, right? Dann aber auch wiederum, was sollen wir einen Hopspross mit einem Vogel bekämpfen? Das ist genauso bescheuert. Dann wiederum, was sollen wir einen Smetbom mit... Ihr versteht meinen Deal. Ich wollte gerade sagen, willst du dich nicht fetzen? Ich hab verloren, versuch mehr Pokémon zu finden. Na, jetzt bin ich schwach aus, los, lass uns kämpfen. Oh nee, das war das Schlimme an dieser Edition. Jeder will dir deine Nummer geben. Jigge, jigge. Stimmt, man konnte Knofenser gegen einen Onix tauschen. Das wäre sogar eine coole Idee. Weil Onix ist cool. Es ist im Grunde wie... Es ist basically wie Georog. Es ist wie Klein Sui. Ne, wie Sui-Stein. Nur in groß und legit. Läuft. Ich meine, nachts. Ich meine, so lange dauert es nicht mehr, bis es umschlägt. Hm? Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Da musst du kämpfen. Müssen tue ich gar nichts. Ja, Stalos, aber Stalos auch nur wir, ne? Oh boy. Ein Level 2 Taubsi. Get out of my way. Du bist nicht mal mehr da. Ich meine, wenn mir die Viecher nicht gefallen, meine Güte. Ich rock hier halt alles mit Feuerriegel durch. Zunder und ich all alone. Wobei, es ist nicht Logok, das funktioniert nicht so, ja, einfach. Gut, dass das Ding noch nicht Superzahn oder so ein Blödsinn kann. That's what you get. Burkhard, Alter. Du sollst so, davor habe ich gewonnen. Ja. Sekunde. Ich habe keinen Bock, gerade zurückzugehen. Dweep. Komm. So, perfekt. Hm, du willst dich nicht fetzen? Ihr wollt euch doch sonst immer alles stressen hier. Doch sonst immer nichts Besseres zu tun. Taubsi. Das Problem ist, Taubsi ist so fucking common. Es wird dann sowieso ausgetauscht, also von daher... Ich versuche einfach Viecher... Ich möchte mittlerweile Viecher vermeiden, die ich sowieso nicht benutzen möchte. Wann kommt der nächste 12-Stunden-Stream? Jetzt im Juni? Also jetzt in dem Monat hier? Von daher, der kommt. Don't worry. Noch habe ich kein genaues Datum. Ich habe ein Netz und keine Hosen. Ich wäre schon froh, wenn Zunder endlich mal Glut lernen würde. Bash. Bash ist weg. Du-du. Ich hab kein Problem, damit euch auch alle mit meinem Ding. Nani! Ich habe mir zum Spaß Digimon angeschaut und ich mag das Frigimon. Jeder mag das Frigimon, das Glas. Aber vielen Dank für die Bits. Ich meine, es rennt einfach rum und brüllt: Ich bin das Frigimon. Ist einfach gut drauf. Frigimon weiß, wer er ist und er fühlt sich gut dabei. Deswegen, Frigimon ist toll. Frigimon ist the best. The best! The best! Okay, gut. So, wie wär's mal mit dem
Shiny Gyarados oder irgend sowas. Du bist Level 5. Du bist mir sympathisch. Du bist mir sogar tatsächlich sympathisch. Du kannst zwar nur Platscher, sprich leveln wäre absolut bescheuert und du kannst nur Routenschlag, aber ich habe so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, was dich angeht, Hopspross. Ich habe so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich fange Pokémon nach Gefühl, don't judge me. Ich drücke auch B und nach oben beim Fang. Löwenzahn, kleine Brise reicht aus, um es wegzuwehen. Dann soll dafür sorgen, nächsten Ort getragen wird. Easy für Transport, würde ich sagen, ne? Für dich habe ich sogar schon einen Namen. Nein. Lilia. Zähnchen. Oh, wie süß. Dunkelhöhle. Wenn Pokémon nur Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Oh, aber ich hab Schiss. Fuck, scheiße, ich bin geworden. Wie ein bin bei F38 Resets. Alter. Du bist ja schneller dran, wenn du einfach den Kram, also wenn du hier irgendwie das Ding züchtest. Das ist ein Stream, weil ich nachher. Falco-Fan. Moin, moin. Was läuft hier nochmal rum? Fetzen hier nicht wo ihn genau rum bis zum Erbrechen? Fucking Zubats, okay. Hier ist der OP-Teiler noch nicht OP, ja, aber der ist auch nicht so toll. Ich gehe jetzt hier nicht weit durch die Gegend, so, weil ich habe hier keine Ahnung, wo ich lang muss, aber, ne? Ich will nur mal gucken. Ich meine, es gab hier vorhin genau. Naja, okay, hier gibt's gerade nur Zubat. Und Zubat sieht hier echt merkwürdig aus. Immer bin ich der Einzige, der findet, dass seine Proportionen irgendwie merkwürdig aussehen. Du hast eine Bitte. Okay, schieß los. Ein Obstbaum, eine Bitterbeere. Das ist aber bitter. Das ist bitter, das werden wir nicht mehr los. So, was willst du? Wir haben einige Pokémon gefangen, lass uns fighten. Okay, then. You wanna fight? Nimmst du Kun ins Team? Ich hab sogar also, so wie Käse mir das erzählt hat, ist das sogar eins dieser Pokémon, wo einfach dann rumsteht. Von daher ist das sogar eine ziemlich coole Option dann. Also bin ich am Überlegen, ja. War nur Eis, ne? Ich meine, Zirkun war Eis? Oder Wassereis? Oder Eiswasser? Oder Pfütze? Eins von beiden? Meine Güte, wie viele Raupis hast du? Meine Eistypen sind immer praktisch. Wasser? Echt? Nicht Eis? Ach, wieder was gelernt. Wow. Oh, scheiße. Mir fällt gerade auf, ich habe nicht mehr viele Tackle. Und ich muss noch zwei. Oh, scheiße. Oh Gott, Hornio, was haben sie mit dir denn gemacht? Ich habe nur noch 7 Tackle. Scheiße. Okay, ich darf jetzt hier nicht mehr so viel rumpimmeln. Wassertyp, ey. Kann einige Eisattacken. Okay, wir gucken mal. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu fangen. Aber ich mir das Vieh wahrscheinlich cheesen werde. Sprich, safe state. Habe ich auf meinem Gameboy natürlich hier gerade. Das ist alles auf einem Live-Gameboy, das müsst ihr wissen, ne? Ne? Please don't ban me. Oh, fuck. Ich darf echt nicht mehr kämpfen. Ich muss gleich in die Stadt und dann ist erstmal Ruhe. Sein hier ist noch ein... Oh, scheiße. Ich realisiere gerade. Pokéball. Ich meine, wir haben Hopspross mit Platscher und Routenschlag. Okay, Moment. Wir gehen erstmal. Ja, wir gehen erstmal heilen. Dann sind wir cool. So.
Falk wird sowieso ein bisschen interessant. Weil alles, was wir bislang haben, ist ein Pflanzentyp. Yay. Mein Yay. Wie sieht's eigentlich aus bei Lilia? Ist auf jeden Fall happy. Gute Spezialverteidigung, Initiative und Verteidigung. Okay. Das könnte interessant werden, dich zu trainieren. Und mit interessant meine ich, es könnte ziemlich nervig werden. So. Ich weiß gar nicht, Falk hat auch schon seine Viecher ein bisschen über 10, ne? Ich meine. Naja, nur die Arena fängt ziemlich früh an hier. Also man kommt ziemlich schnell zur ersten Arena. In der ersten Gen musstest du noch ganz durch einen Wald und... Ja gut, vielleicht kam einem das länger vor, weil im Wald einfach mal eine andere Ebene war. So. Dich hochzuleveln könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Weil du hast, glaube ich, nichts, ne? Level 18 Tauboss? Ui. Das könnte funky werden. Geil, ist das Synthese. Das heißt, ich kann mit dem Ding richtig schön stallen. Später auf jeden Fall. Himmelbacke. Level 14 Tauburger? Das könnte ich ja vielleicht noch mit Zunder schaffen, wenn ich Glut lerne. Wenn ich mal Glut lerne. Oh boy, this will take a while. So, manchmal muss man ein bisschen Zeit und Raum kaputt machen. Otherwise, shit takes too long. Okay, warte, wir können ja mal versuchen. Da sind ja noch Trainer vorher und die geben ja auch immer gute Erfahrungen eigentlich. Wir können ja mal gucken. Kommen erstmal sowieso die beiden Bilbos. Herausfinden, wie gut. Um Falk ans Ohr, yeah. Du musst noch durch den Knofenserturm, ja, aber doch nicht jetzt. Erst danach. Happy Tag. Okay, das Ding ist schon Level 9. Holla die Waldfee. Na, wie viel tut das? Och, easy. Sagt easy. Kriegt jetzt wahrscheinlich hart aufs Maul. Ich kann jetzt schon rein. Ja gut, aber was bringt's? Oh, fuck, boy. Oh, fuck, boy. Ich habe nichts gesagt. Solange ich nur Tackle habe, habe ich hier echt ein Problem. Oh, Zunder. Okay, Lilia ist Level 6. Hat leider immer noch nichts, womit sie wehtun kann. Okay, wir könnten in den Knofenserturm. Das ist... Wo ist denn der? Ist der hier oben? Ja, hier. Du, was bringt mir das? Träume mehr Knofenser, man sagt, oh, Träumesäule des Turms. Na. Siehst du, wie sie sich bewegt? Ein Trainer findest du da oben? Okay. Du, und wenn du ganz nach oben schaffst, erhältst du ein VM? Entweder das oder ich gehe drauf. Wie hart oder Pokémon Turm bleiben stehen. Ich habe das Gefühl, die sind hier noch härter. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh, der hat drei Pokémon. Okay, ich habe nichts gesagt. Die Dinger sind Level 3. Meine Güte, selbst Lilia könnte das packen. Volltreffer. Das war ja süß. Gibt es auch ein Damage? Ist
nicht sehr effektiv, nicht wirklich, ne? Okay, dann sollten wir das hier vielleicht doch vor Falk machen. Das ist nochmal gutes Training. Zunder lernt Glut, oh! Zunder! Der Beste! So, aber... wir müssen ein bisschen Lilia leveln. Aber wie geht das besser als durch Trainerkämpfe, ey? Sie levelt aber schnell. Das muss man sagen. Sie levelt Flix. Und da wir jetzt hier nur noch Knofenser... ich meine, wir sind in dem Knofenser-Turm, also, ne? Und jetzt, wo wir Glut haben, ist das sowieso eine ganz andere Sache. Da haben diese Dinger sowieso nicht, nicht mal ansatzweise was zu melden. Level 7. Wann wird Lilia noch mal ein bisschen sinnvoll? Later, ich weiß. Später irgendwann. Und ich muss mich echt wieder zusammenreißen, nicht den Speed-Knopf zu drücken. Ich darf das nicht. Das ist... aber ich hasse halt diese Art von Leveln. Dieser Anfang in jedem Pokémon-Spiel. Every fucking time. Einfach, deine Pokémon sind noch zu schlecht, um irgendwie selber was zu machen, und das Leveln dauert einfach ewig. Und ich meine, mit Lilia habe ich mir jetzt auch noch was angelacht, was nicht mal Attacken hat. Ihr habt eine Ratte in eurem Turm, nur mal so nebenbei. Das ist eine Ratte in eurem Turm. Ja komm, für dich verschwende ich nicht mal Glut. Warum sollte ich? Du Verschwendung einer Ratte. Wirklich? Es schlug fehl. Wow, wir sind beides Versager. Okay, die Biester bringen absolut nichts. Das ist verschwendete AP. Es sei denn, ich kriege mir hier irgendwie einen Knofenser. Nö, es gibt nur eine Ratte. Nee, das ist verschwendete Erfahrung. Philinus, toll eigentlich. Paraheiler. Sowas liegt jetzt ja auch schon viel früher rum. Mensch. Weil ich weiß noch, ich habe damals immer so lange gelevelt, bis ich Falk besiegt habe, und dann habe ich den Knofenser-Turm gemacht. So rum macht es ja eigentlich viel mehr Sinn. Helmut. By the way, darf ich mal kurz erwähnen, dass das hier eigentlich der Knofenser-Turm ist, ne? Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass hier keine freien Knofensers rumrennen. What is this? What is this Bullshit? Ich meine, wir tun jetzt mal so, als ob so ein Knofenser überhaupt Schaden antun würde. Ich bin schon an der Route vorbei? Achso, ich dachte, da gibt's nur Hornies und andere Spezies. Oh, Helmut, meine Güte. Warum müsst ihr alle 10.000 Knofensers haben? Wiggle, wiggle. So, und wieder zurück zu Zunder. This is how we do it. This is how we have to do it. Ich meine, ich kann mittlerweile von einem reinen Designer-Standpunkt verstehen, wieso sie den EP-Teiler immer früher gebracht haben und ihn auch stärker gemacht haben. Ich meine, face it, das Early Game in jedem Pokémon ist tedious as fuck. Erst wenn du so zwei, drei Pokémon hast, wo tatsächlich für sich selber kämpfen können. Und dann wird's tatsächlich richtig witzig. Aber so dieser Anfang ist immer tedious as fuck. Du, danke. Okay, tschüss. Warte mal. Das
Ding sagt mir, ahaha. X-Treffer, geil, was zum Verkaufen. Oh nee, warte, es ist X-Treffer. Das behalte ich, falls ich mal irgendwelche K.O.-Attacken lerne. Und dann Wirbel im Wind. Und dann einfach nur, ne, X-Treffer rein und dann Hornbohrer equals Riesensauerei. Müsst ihr alle einen Knofenser haben? Müsst ihr alle einen fucking Knofenser haben? Könnt ihr nicht irgendwas anderes haben? Vor allem, warum sind eure Viecher auf Level 3? Das freut mich viel mehr. Ist das irgendwie in eurem Clan so vorbestimmt, dass jeder von euch Level 3 sein muss? Ja, und jetzt wechseln wir wieder zu Lilia. In der Hoffnung, dass sie bald irgendwas lernt, was wehtut. Ich weiß gar nicht, wann lernt Hauptspross das erste Mal irgendwas Nützliches. Ich meine, sie ist ja jetzt aktuell wie ein Carbador. Komischerweise, ich glaube, das liegt an der Luftfeuchtigkeit. Weil es ist an sich angenehm, ich will schon fast sagen, kühl. Aber ich glaube, wir haben heute sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, weswegen die Luft einfach so ach ist. Aber manchmal kommt ja ein bisschen Wind durch, also von daher. Es ist erträglich. Es ist besser als gestern. Oha, ein Crit. Oh, nimm dich bloß nicht zu weit raus. Meine Güte. Du und deine Knobis. Kapusch. Level 9. Er lernt leider immer noch nichts Vernünftiges. Ludger, ich bin schwach. Ja, das hast du gut erkannt. Mal schauen, mal einer guck. Ach, guck mal, ein Trank. Wie schön. Wie schön, wie praktisch. Lass mich raten, ihr habt alle Knofensers. Hier in eurer fucking Religion. Oh, nee. Oh. Schick Knofenser. Na, immerhin hat er keine drei Stück davon. Level 10 Tackle, 13 Giftpuder. Ja, das klingt ja noch halbwegs annehmbar. Zünd das Ding an. Wenigstens gibt das jetzt mal ein bisschen mehr Erfahrung. Das ist mal ein paar Level höher. Hahaha. Level 13. Zunder macht seinen Job. Es zündet Viecher an. Mein Training ist unvollständig. Ich bin schlecht. Mit der VM des Weisen kannst du selbst dunkelste Orte... geil, ich krieg Blitz. Geil, Mann. Ich fucking Blitz. I will fucking flash you. Was mach ich denn da? Nur Puderattacken. Oh Mann. Ich hab mir echt einen Staller angelacht, wa? Meine Güte. Aber ich glaube, Lilia wird noch eines Tages nützlich. Ich kann keinen Visenior als VM-Sklaven benutzen. Vivi würde mir literally die Tentakel abreißen. Wer versteht, was ich meine. Wir sehen wieder ein Pokémon da draußen. Brrr. Und sie wird das rausfinden. That's the point. Level 7, oh mein Gott, nimm dir bloß nicht zu viel vor in deinem Leben. Macht genauso viel Schaden wie ein Level 3 Knopfhenser. Fascinating. Jetzt gerade, es weht hier sogar ein Lüftchen. Es ist also richtig angenehm heute. Von daher, da hat man direkt wieder ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Motivation. Ich zumindest.
Oh, Lilia könnte sich wehren. Setz Hut-Hut ein. Hut-Hut. Hut-Hut. Hut-Hut ist irgendwo merkwürdig, aber auch irgendwo cool. Hey, Rinmeme. Feuereule. Das ist so eine Sache, wo bei mir nie Sinn gemacht hat. Warum ist Feuer nicht super effektiv auf Flugtypen? Ich meine, hast du schon mal ein Hähnchen auf den Grill geschmissen? Ja? Gut, it burns. Von daher... Oh, wirklich, Alter. Kann nicht glauben, dass du es wirklich gemacht hast. Ah. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht bekommst du die VM. Also gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Hä? Behauptet ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Es muss geklärt werden. Würde nie gegen einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon zu behandeln. Für mich zählen nur die stärksten Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Well, that happened. Ach, guck mal, da hat er das Fluchtseil her. Jetzt wissen wir schon mal, wo er das her hat. Yay. Eine Zeitverschwendung. Technisch gesehen sollte Feuer gegen sowas auch effektiver sein. Aber es ist Pokémon, was wir hier reden, also von daher. Dynamisches Gemälde von Knuffenser. Nee, es ist einfach nur ein Knuffenser. Schön, dass du gekommen bist. Ein Knuffenser-Turm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon-Prüfe. Ich bin der letzte Testerlauer. Und dein Pokémon überprüfe. Der letzte war ein Arschloch. Warum frage ich auch, ob er irgendwas anderes hat? Natürlich hat er einen Knuffenser. Aber... Lilia kann sich ja jetzt wehren. Das macht sie jetzt auch. Kirioto, danke dir für den Host. Ah, wie sieht das aus? Oh, easy. Meine Güte. Was haben eure Viecher eigentlich... Was lernen die eigentlich? Guck mal, wie Lilia das... jetzt kann sie auf eigenem Bein stehen. Jetzt, wo sie weiß, wie sie zuschlagen kann. Mit ihrem Körper. Jetzt knallt's. Deine Knuffenser sind Kergi. Oh boy. Und setzt Hut-Hut. Ja, okay, gut. Hut-Hut möchte ich dich dann doch nicht machen lassen. Hut-Hut. Und Feuer. Feuer. Wie war das jetzt nochmal? In der Edition hier war immer noch so, ob es physisch oder nicht oder speziell war, hing immer vom Typ ab. War das nicht so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine da mal was, so dass Feuer quasi immer speziell war und andere Typen immer anders, ne, you know. Gut, dann habe ich nämlich keine Ahnung mehr, wie das hier war. Ja, Knuffenser schafft auch Lilia. Mein, das hat sie bewiesen. Boom. Dauert zwar ein bisschen. Erst in der vierten Gen hat sich das geändert. Ach du Scheiße. Das war in der dritten Gen auch noch so? Stimmt, ja. Schade, Mann. Ich liebe die dritte Gen.
Außer Evoli im speziell Typdrache. Der Rest ist viel. Warte mal. Alle Evoli-Entwicklungen sind speziell plus Drache. Okay, das kann ich mir merken. Spreche auch Unlicht und Psycho? Also Psycho, klar. Aber Unlicht auch? Wasser, Feuer, Blitz macht auch Sinn. Deswegen ist Garados ja hier noch scheiße. Eselsbrücke. Macht aber Sinn. Oh, Pokémon, Probleme mit der Tag. Nimm ich VM in den Blitz. Guck mal, den Scheiß wirst du nie benutzen in deinem Leben. Okay, Unlicht hätte ich jetzt nicht gedacht. Als ein dunkles Ordnerhelden und Blitz außer also Kampf ist am Ende sogar benötigst du den Orden der Räderleiter Viola City. Ja, Hauptsache, you don't mind. Ich flashbang mich mal hier weg, ne? Also alle Evoli-Entwicklung plus Drache. 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 Nicht Eidechse. Wir machen nicht diesen Scheiß mit der Zunge. Ja, aber ich glaube, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das Ganze hier, also das, was wir jetzt hier machen, dass ich es in Parts schneiden werde und so hochladen werde dann. Ich glaube, das ist ganz nice. Ich meine, das letzte Pokémon-LP, like no one cared, aber naja, es war auch die erste Gen. Vielleicht ist das ja hier ein bisschen anders, who knows. Das Motto lautet Courage. Wir alle hier üben Tag und Nacht. Nur Vogelmeister. Ihr habt einen Vogel, habt ihr, also da ist man sicher. Bam, bam, bam. Echt? Einfach mal Geist ist physisch? Seit wann sind Geister physisch? Das doesn't make any sense. So. Nee, eigentlich war das nicht mal mein Plan. Ich habe überlegt, ob ich das so in so 1-Stunden-Parts hochlade, aber jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es anders geschnitten doch ein bisschen cooler wäre. Kommt irgendwie auch cooler als Nachfolger, glaube ich. Ich meine, das Interface ist auch nice. So, why not? Geister sind ab der ersten Gen physisch. Das erscheint mir so unglaublich unlogisch. Sitzt Taubsi. Komm, das können wir ja mal ein bisschen scheren. So sind es halt 30 Minuten wieder. Ja, basically, ja. Je nachdem, wie das immer passt vom Schneiden. Bei Bomberman Generation habe ich es ja jetzt halt so gemacht. Ich habe immer eine halbe Welt genommen. Ist wie ein halbes Hähnchen. Moment, was? Machst du gerade eben den Fehler, den man... Du hinterfragst Logik. Ja, okay, gut. Aber ein Geist ist nicht physisch. Das ist dieses Feature, was Geister haben. Sie sind nicht physisch. So, Level 12. Und Sonder ist Level 14. Alter, wir machen hier Progress. So, ich gehe aber nochmal zurück und heil einmal. Bevor wir uns mit Fuck anle... Oh. Oh yeah. It's Iromon. Ganz vergessen, dass es sich ja schon Level 14 entwickelt. Oh, Falk. You're in for something. Alter. Wenn der Kleine ankommt, der bolzt dich weg. Das sei dir, Falk. Heute Abend gibt's Brathähnchen. Heute Abend wird geschlemmt. Das kann ich dir sagen. Perfekt. So, soweit, so gut. Falk mobben. Orden abgreifen, weiterziehen. Das ist so das Ziel hier. Meine Güte. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Fur-Ök-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. Ich kann literally bis hierhin kein einziges Elektro-Pokémon fangen. Nur mal so.
So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Denn, don't judge me, aber ich mach Grillvogel aus deinen Viechern. Du siehst aus wie Ray aus Beyblade. Wisst ihr, ich vertraue auf Lilia. Ich glaube, sie schafft das. Sie ist zwar im Nachteil vom Typ her, aber das Ding kann auch nur Tackle. So, what's the point? Geh mir aus dem Weg. Außerdem, Lilia kann sich hochheilen. Also ich meine, bitte. Ist ja Synthese. Oh, tauscht Pikachu rüber. Ja, das, ne? Ich meine, deswegen hat er sich wahrscheinlich gesagt, ich möchte der erste Arena-Leiter sein. Dann können die Leute keine Elektro-Pokémon haben. Kann ich mir gut vorstellen bei dem Kerl. Easy. Und jetzt sein Tauburger. Das überlassen wir Zonda. Level 9. Ich dachte, du bist eine Bedrohung. Ich bin 5 Level über dir. Hast du eine Flugattacke? Flügelschlag, Schnabel, Windstoß. Okay, gut. Windstoß, ja gut, das hätte Lilia nicht so gefallen. Wow. Get wrecked. Get on my level, bitch. Verflixt, mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Und nimm die offiziell Flügelorden. Und geh einfach. Flugorden! Der Flugorden stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich habe noch etwas für dich. TM31. Okay. Das ist ein Pokémon TM, das ist sofort eine neue Attacke. Überlege dir Einsatz gut, wenn ich den auf einmal einsetze, TM ist Lehmschelle. Fügt dem Gegner Schaden zu und reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Cool. Defensiv als auch offensiv. Fancy. Kann das einer von euch beiden? Zunda kann's. Na, grad nicht. Kann man sie ja noch aufheben, nicht? Muss man ja nicht gleich immer alles verballern. Oh, not again. Smurf, wir haben etwas über das Eingang rausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon-Center von Viola City. Sprich bitte mit ihm, ja? Okay, tschüss. Bin einsam. Ich hasse es immer, dass jeder meine Telefonnummer hat und dann anruft, sag ich mal, oh, ich bin einsam. Hier. Lange nicht gesehen. It's been eine halbe Stunde. Habe ich gebeten, nach dir zu suchen. Ja, nein, bitte an dich. Nimm bitte das Ei. Cool. Ist da ein Togepi drin? Weil es halt gewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. So, du bist die einzige Person, die wir verlassen können. Bitte ruf Professor Lind an, wenn der Sei soweit ist. Oder ist es random, was da für Pokémon drin sind? In dem Mal ist ein Togepi. Togepi. Mein Togepi kann Metronom. Random Explosion. Und so, ne? Togetoge. Ah, ne, warte, hier will ich doch rein lang. Das ist eine hohe Chance, ein Shiny zu sein. Ja, aber nicht in meinem Leben. So, dann wollen wir das doch mal ein bisschen eindecken hier. Ein paar Tränke. Genau. Und just in case. Wir können jetzt schon X abwehren, also ein Jatz kaufen. 2 Fruchtseile. Nur für Notfälle. Eine höhere Chance, Shiny zu sein. Ja, das bezweifle ich. Ich meine, der Moment, wenn ich außerhalb von irgendwie den neuesten Generationen, wo diese Rate einfach mal übelst hoch war, ein Shiny finde, I let you know. Später kommt ein Random-Ei, wo eine Chance auf ein Shiny extrem hoch, sogar Rabaut sein.
Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Das ist das Problem. Ich habe so lange diese Edition nicht gespielt. Aber ich glaube... Ui, sind ca. 1500 Jahre alt, aber niemand weiß, warum er erbaut wurde. Nee. Random Baby, okay, das klingt interessant. Na, okay. Die Dinger will ich eigentlich nicht haben. Muss ich das machen? Nee, ne? Ich gehe wieder. Tschüss. Die Stadt aus, von Stadt aus runter. Die Ruinen sind optional. Warte mal, wie war das nochmal? Was war denn hier nochmal? Oder war da der Baum im Weg? Ja, da ist ein dicker Baum im Weg. Da war ja was. Also muss ich runter. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Jetzt erinnere ich mich an die Route. Schon wieder ein Taubsi. Really? Ich kann euresgleichen langsam nicht mehr sehen. Mann, 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 Mann. Gut, gehen wir nach unten. Ruinen sind optional. Ja, aber... Na, das sind doch nur hier... Ne, blöde... Die Dinger. You know, man. Geht's denn hier links? Wo geht's denn hier? Mann, hier geht's auch hin. Aber keine... Ah, hier ist wieder Viola City. Ach Mensch, wie nice. Hier ist wieder Viola City. Ich habe nur einen anderen Weg genommen. Okay, okay, aber dann ist die Frage... Warte mal. Miau, miau. Geil, hier ist Wasser. Das ist ja wunderbar. Okay, gut. Okay, ich kann hier Knuffenser fahren. Eigentlich will ich Knuffenser nur, damit ich mir einen Onyx holen kann. Für mehr will ich Knuffenser eigentlich gar nicht. Was soll ich mit dem fucking Ultrigaria oder einem Satzenia? Dich haben wir schon. I got you, babe. Ich pack dich einfach mal dahin. Nervensäge. Sorry dafür, aber... Nee. Solche Zeitraum-Kontinuum-Sachen ist immer... Ne, ihr versteht, was ich meine. Zeit und Raum ist so eine Sache. Ist hart zu kontrollieren, die Scheiße. Teenager Nils. Mit dem Ratzfratz. Kabum. Ich werde ja wohl noch woanders einen Knuffenser herkriegen, außer vor Viola City, oder? Hey, Marumon. Oder gibt's Knuffenser wirklich nur da? Weil wenn ja, dann gehe ich zurück. Nicht, weil ich will, sondern weil ich einen Onyx haben will. To be honest, wir finden anderes Zeug, meine Güte. Warum mache ich mir jetzt den, wie ich mir jetzt die Arbeit von Knuffenser machen? Du Mistvieh. Ich meine, das Nervigste an dem Onyx ist dann einfach, es ist wieder so ein Tauschvieh. Es kriegt da so mehr Erfahrung, sprich, es ist dann irgendwann schneller gelevelt, das ist zwar eigentlich cool, aber wir müssen, ich glaube, es hieß irgendwie Auron oder so. Ich meine, so würde ich keinen fucking Onyx nennen. Onyx würde ich irgendwie Kolossos oder so nennen. Aber doch nicht fucking... Ne, Auron. So, hier, pack... Platscher weg. Ein Ahorn. Ein Ahorn. Das ist ähnlich wie ein B-Horn. Findest du auf dem Weg nach unten? Ja, mein Gott, dann. Es ist halt... It's been a while. Ich habe die Edition wirklich, also ich habe sowieso, Kristall habe ich sowieso noch nie gespielt. Ich habe nur immer Silber gespielt, wenn denn. Das war so die Edition eher. Volltreffer. Die Ratte weggetaggelt. Aha.
Ah, stimmt, außerdem können wir Onyx nicht sowieso so fangen? In dem Tunnel davor? Ich meine, da war was. Aha, du weißt, wie bitte Kampf telefonieren? Ja, okay, mach schnell. Ne? Du rennst hier, du bist eine Pfadfinderin und rennst mit dem fucking Handy durch die Gegend. Wie hast du hier überhaupt Empfang? Oh. Die Queen. Bow down. Shit. Ich meine, würden wir ein männliches Nidoran in dieser Edition kriegen, ne? Das wäre ja nur zu krass. Seien wir mal ehrlich. Das wäre nur zu krass, dass wir denn tatsächlich mal Killer King hätten. Das wäre aber auch zu cool. Gibt's hier irgendwo Nidoran, männlich? Generell Nidoran? Ich wäre auch bereit für nochmal die Queen. Ich meine, stellt euch vor, auf einmal ist die Queen wieder bei uns. Unsere Kaijo Queen. Das wäre doch mal cool. Ja, Lugia war auch im Pokémon XD, aber da hat er so seine Momente. Da hatte Lugia so seine 5 Minuten, wo er sich gedacht hat, nah, still don't like humans. Burn. Ich find's auch mal geil, dass wenn du ein Ei mit dir rumträgst, dass es einfach als totes Pokémon gilt. So, wir bringen erstmal Zunder ein bisschen hoch, weil ich glaube, Zunder können wir eher in der nächsten Arena gebrauchen. Mit Pokémon frisch gefangen? Alter! Alter! Mit dir kaputt! Ein Angler. Schick Quapsel, ach du Scheiße. Quapsel! Das Ding kann mit Sicherheit blubber, was? Ja. Das ist ja süß. Knuffig. Also dafür, dass du im Vorteil bist, ne? Da belasse ich Zunder dort draußen, meine Güte. Was willst du mir antun, ne? Was willst du tun, ne? Richtig, genau das. Das ist ja schon adorable. Was Interesse, wie viel sind wir? 33 Leute. Oh ja. Fancy. Babum! Quapsel just saw some shit. Quapsel ist echt so nach dem Motto. Platsche! Jetzt hab ich heute schon wieder einen Schluck auf. Ist schon das dritte Mal heute. Oh Gott, nee. Im Nationalpark, aha. Oh nein. Bitte sag mir nicht, er hat jetzt nur Carpadors. Oh, Schluck auf. Soll ich uns einen Gefallen tun? Ein bisschen Zeit und Raum durchbrechen? Ich meine, das wird lange dauern. Das wird dauern, Leute. Soll ich uns den Gefallen tun? Ich tu uns den Gefallen, ja? Also, haltet euch fest. Oh scheiße, das Ding kann tackle. Fuck, Bug. Holy shit. Okay, das Ding kann... Das ist ein Level 15 Kappa, du Schluck auf, fuck off. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Das hätte in die Hose gehen können. Okay, ist Level 5. Fuck this. Schieb dir dein... Platsch! Okay, schieb dir deine Carpados sonst wohin. Ja, danke. Oh, Mann! Wieso habe ich heute schon so einen dauernd Schluck auf?
noch so ein Angler? Noch mehr Carpados? Welche meines Angeln und Pokémon, darum werde ich nicht. Oh, geil. Wieder so ein Typ, der denkt, er wäre der Coolste. Solche... Oh. Goldini. Ich habe keine Ahnung, warum ich heute andauernd Schluck auf habe. Es ist einfach so. Zunder. Zunder lässt sich nicht verwirren. Nicht mehr verwirrt. Oh, Zunder. Beste. Alter! Ich verstehe echt nicht, warum ich heute... Das ist schon das dritte Mal. Schluck auf ab. Oh, ich muss kurz was trinken, Sekunde. Oh Mann. Ich hasse das. So, komm. Ah, Pokémon im Gras gefunden. Denke, die passen gut zu mir. Schön für dich. Du Schluck auf hast. Verpiss dich, Junge. Einer. Oh Gott. Felino just saw some shit. Das Schlimmste ist, ich könnte das easy photoshoppen und könnte dem Vieh einfach das gesamte Gesicht wegretuschieren. Das würde keine 5 Minuten dauern. Warum habe ich jetzt Glied angesetzt? Interessanterweise sogar effektiver. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass das Wheel diesmal tatsächlich den Feuerstarter gewählt hat. Wenn wir irgendwann Gen 3 streamen, dann ist mir das sowieso egal. Weil in Gen 3 finde ich jeden Starter toll. Jeden. Ich mag Gekkabor, ich mag Flemli und hier Hydropi mag ich auch. Ich mag sie alle drei. Auch ihre zweite Entwicklung. Ach, schau mal, meiner, guck. Dich nehme ich nur mit, um dich einzutauschen. Falls ich dann nichts anderes hab, you know. Magst du Hydropi nicht, okay. Das hab ich auch so... Ach, Gottes Willen. Hab ich so auch noch nicht gehört. Mein Hydropi ist süß. So. Wir haben Knopffenser. Wir werden es aber nicht lange behalten. Blume bemerkt, dass er sich bewegt, schlingt es Ranken um, wie er geckt. Opfer! Auch nicht meine Wahl. Oh, was? Ja, ich musste das letzte Mal, ne, fucking Bisasam nehmen. And everyone judged me. Ah, stimmt, für Zerschneider. Willst du mich teasen, du Sackgesicht? Nur mal so nebenbei. Ich mag jeden Starter aus der dritten Gen. Einfach jeden.